So, Servus, Grüezi und herzlich willkommen zum einzigen EA Sports FIFA 17 Tutorial mit dem Kicker-Car. Mein Name ist Bono und heute möchte ich euch mal das vorstellen, was ich schon vor ein paar Wochen mal angeteasert habe. Und zwar ist das eine Spielidee zum, ja, zum einen der besten Teams, die wir in FIFA 17 finden können, zum FC Bayern München, ja. Hat jetzt gerade eben einen neuen Trainer bekommen, ist spielerisch ein bisschen ausgewogener als das, was wir zuletzt bei Pep Guardiola gesehen haben, geht wieder ein bisschen mehr in Richtung auch des alten Bayern. Nimmt allerdings das mit, was Pep Guardiola in den letzten 3 Jahren auch so ein bisschen hat einführen wollen und einführen können, eben an Ballsicherheit. Und da habe ich jetzt schon mal so ein bisschen was zurechtgebastelt, wenn man das auch so, diesen modernen Spirit der Bayern in FIFA 17 übertragen möchte, mit diesem 1A-Kader, den sie wirklich zur Verfügung haben, dann ist das hier ein 4-4-2 im Flachen, ja? So ein flaches 4-4-2, eins der Lieblingssysteme auch des neuen Trainers Carlo Ancelotti, mit jeweils ja, zwei zentralen Mittelfeldspielern, zwei äußeren Mittelfeldspielern, was also sehr gut sowieso zum FC Bayern passt, der auf der Flügelposition traditionell in den letzten Jahren recht gut besetzt ist. Davor zwei Stürmer mit unterschiedlichen Anweisungen, das muss man dann eventuell nochmal extra geben, und dahinter die ja, wahrscheinlich beste Viererkette vielleicht sogar der Welt, samt dem besten Torhüter der Welt. Also das ist schon sehr, sehr massiv. Das kann man eben in dieser Kompaktheit des flachen 4-4-2 auch wunderbar ausnutzen. Warum ich das so getan habe, gehe ich jetzt mal so ein bisschen auf ein oder was vielleicht die Schwachstellen dieses Teams sind. Das ist nämlich zum einen, wenn wir das moderne FIFA-Spiel mal so betrachten, ein bisschen die Langsamkeit vielleicht von so jemandem wie Hummels. Sprintgeschwindigkeit 65 ist ja mit Antritt 62 nicht so optimal. Wir haben auf der Außenverteidigerposition auch Philipp Lahm, der jetzt nicht so schnell ist. Da muss man also drüber nachdenken, ob man den Spielern vielleicht sagt, dass sie generell hinten bleiben sollen oder dass man die Verteidigungskette generell ein bisschen weiter nach hinten postiert, damit man eben idealerweise nicht mehr so viel laufen muss, sondern der Gegner auf einen zukommt und man die volle Zweikampfstärke eben von einem Boateng und auch einem Hummels nutzen kann, die dann selbstverständlich mit dem Ball auch wieder ideal gut sind. Ja, also für die Spieleröffnung, da müssen wir uns hier keine großen Gedanken machen. Zentral Mittelfeld habe ich was gemacht, das ist nicht so üblich momentan. Man findet häufig Arturo Vidal, wird gern gesehen als einer der besten zentralen Mittelfeldspieler, die FIFA 17 zu bieten hat, ist ein kompletter zentraler Mittelfeldspieler. Das muss man einfach so sagen, wenn wir uns auch die Fähigkeiten hier angucken. Der kann alles, der kann vom Spielerischen hin bis zum fairen Zweikampf 89 bis zur Grätsche 84. Das ist ein wirkliches Tier mit hohen Arbeitsraten, 1,80 groß, genau das, was man sich eigentlich als zentraler Mittelfeldspieler wünscht. Daneben habe ich jetzt Xabi Alonso postiert. Etwas, was eher selten gemacht wird, was ich aber gerne mache, wenn man noch jemanden hat, den man idealerweise ein bisschen weiter nach hinten stellt. Ja, der also quasi von hinten das Spiel diktiert, und da ist eben so jemand wie Xabi Alonso auch jetzt einer der besten der Welt, nachdem so jemand wie Xavi aufgehört hat, dem ein Andrea Pirlo mittlerweile auch schon in der MLS spielt. Er gehört natürlich weiterhin zu den Besten der Welt, aber ne, Alonso ist jetzt hier bei den Bayern meines Erachtens nach die richtige Wahl. Super Werte, was die langen Pässe und was die kurzen Pässe angeht, auch was vielleicht die Fernschüsse angeht und auch gerade was Zweikämpfe betrifft, ist er der Richtige, wenn wir das nämlich mal gerade vergleichen zu Thiago. Da sehen wir relativ fix, okay, bei Kontrolle, Dribbling und so, da ist Thiago ein bisschen besser, was das Offensive anbelangt. Wenn wir uns stattdessen eben angucken, lange Pässe hat Xabi Alonso 92, Thiago hat da 83, was jetzt auch nicht so schlecht ist. Nichtsdestotrotz ist das wieder ein Unterschied. Wenn wir dann Fernschüsse betrachten, okay, da können wir jetzt mit Xabi Alonso eine ganze Ecke mehr machen. Da hat er Fernschüsse 85, dazu Schusskraft ganz unten 86. Das ist eine Ecke mehr als das, was wir bei Thiago vorfinden. Im Zweifelsfall sind eben auch die kurzen Pässe besser und das, was ich gerade schon gesagt habe, Grätsche und fairer Zweikämpfe sogar signifikant. Wenn man also noch einen defensiveren Part dazu haben möchte, als defensiven Spielmacher zu Vidal, jemanden, der sich ein bisschen fallen lässt, dann ist Alonso bei den Bayern genau euer Ding. Ja, dann die Außenbahn, relativ, ja, in FIFA nicht immer so ganz klar. Ich tendiere nach wie vor zu dem Duo Robbery. Würde ich auch jedem anderen empfehlen, das zu tun. Gehen wir auch gerade mal ganz kurz ein, warum zum Beispiel ein Robbery statt einem Kingsley Coman spielen muss. Gut, Kingsley Coman jetzt Antritt, eine Ecke besser, Sprintgeschwindigkeit, eine Ecke besser. Auch Ausdauer dürfte eine Ecke länger halten. Nichtsdestotrotz, wenn wir dann mal gucken auf Übersicht zum Beispiel, da ist Franck Ribéry eine ganze Ecke besser bei der Beweglichkeit. Naja, gut, okay, und wenn wir jetzt die ganzen spielerischen Werte ansehen, dann ist das sofort einsehbar, warum Franck Ribéry statt Kingsley Coman bei einem spielerisch starken Team spielen muss. Bei Kontrolle signifikant besser. Flanken, gut, da tun sie sich nicht so richtig viel. Dribbling ist Ribéry nochmal eine Ecke besser. Abschluss ist sogar gleich. Freistoßpräzision ist Ribéry sowieso besser. Lange Pässe kann Ribéry sehr gut spielen. Kurze Pässe, wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, kann Ribéry auch eine ganze Ecke besser spielen. Das sind also genau die Sachen, die wir eigentlich brauchen. Ansonsten hat er auch noch ein bisschen bessere Arbeitsraten als das, was wir von Coman finden können. Spezialbewegung auch wieder 5. Das heißt, das ist hier für den Trickser auf jeden Fall das Richtige. Und im Zweifelsfall kann ja auch ausgewechselt werden. Auch das ist ja in FIFA 17 ein wichtiges Element.
Ja, also da kann Coman auf jeden Fall kommen. Auf der anderen Seite gucken wir uns das gerade mal an mit Ribéry, beziehungsweise jetzt hier mit Robben und Costa. Warum jetzt ich jetzt mich für Robben entschieden habe statt für Costa. Auch hier sehen wir wieder das gleiche wie bei Ribéry. Antritt, Sprintgeschwindigkeit, Ausdauer. Bisschen besser bei Costa, wobei auch Robben da wieder nicht ganz schlecht ist, genauso wie Ribéry auf der anderen Seite auch. Da geht einem jetzt nicht so richtig viel ab. Der Ruhewert ist eine ganze Ecke höher. Auch hier ist wieder Stellungsspiel, Übersicht ein bisschen besser. Und wenn wir uns die Fähigkeitswerte angucken, okay, Ballkontrolle eine Ecke besser, Flanken tut sich nicht viel, Effe eine ganze Ecke besser, Dribbling eine ganze Ecke besser, Abschluss sehr, sehr viel besser. Freistoßpräzision sowieso, wenn wir dann auch noch Fernschüsse und sowas gucken. Das ist alles besser als das, was wir von Douglas Costa finden, der sowieso auch ein sehr, sehr guter Fußballer ist, keine Frage. Aber wenn wir ein kompletteres Spiel anstreben, ist Robben eure Wahl auf der Außenbahn. Muss es auch sein. So, die Arbeitsraten sind auch ein bisschen besser. Gut, Spezialbewegung, schwacher Fuß. Das ist Costa, derjenige, der besser ist. Dafür ist Robben aber auch 1,80 groß und kann durchaus mal in den Zweikampf gehen mit einem Außenverteidiger. Da vergibt er sich nichts. Vorne haben wir jetzt hier Müller und Lewandowski. Das kann man, muss man sich so ein bisschen einteilen. Sagt man jetzt, okay, sollen die beiden die Abwehrreihe jeweils überlaufen? Soll sich vielleicht jemand anbieten? Bieten sich grundsätzlich beide für beides an. Ja, Thomas Müller vielleicht sogar eher noch für denjenigen, der sich ein bisschen weiter anbieten soll, weil seine Arbeitsraten einfach optimal sind. Die sind hoch, hoch. Ist ansonsten auch ein sehr, sehr ja, vernünftiger Fußballer, auch wenn das hier in FIFA so ein bisschen unterschiedlich mal eingestellt wird. Abschluss zum Beispiel 89, den kann man dann im 16er auch sehr, sehr gut benutzen. Nichtsdestotrotz eben, ja, ein sehr, sehr starkes Team, eine sehr, sehr starke Offensive. Man hat Möglichkeiten auch zu wechseln, wie ihr gerade vielleicht gesehen habt. Kommt so ein bisschen drauf an, wie möchtet ihr das Ganze tatsächlich spielen. Das 4-4-2 als solches ja auch ein System, das ein bisschen flexibel ist. Ja, vielleicht nicht ganz so flexibel wie ein 4-2-3-1, was man mit Bayern auch super spielen kann. Man kann auch ein 4-3-3 mit den Bayern spielen. Wenn man es allerdings so richtig Ancelotti haben möchte, dann nimmt man das Ganze kompakte 4-4-2, macht daraus so ein bisschen Ballbesitz, konterlastig, so ein bisschen situationsabhängig. Ja, stellt sich fußballerisch sehr variabel auf und kann damit den Gegner auch ja, sehr gut lesen und im Zweifelsfall eben auf jede erdenkliche Art den Gegner schlagen. Ja, wenn der Gegner hoch steht, dann ist das für euch kein Problem. Ihr könnt drüber kontern. Wenn der Gegner tief steht, kein Problem. Ihr könnt euch bis an die Abwehrreihe ranspielen. Die ganzen Fähigkeiten bringt dieses Team so in dieser Konstellation eben mit. Viel flexibler geht es da gar nicht. In dem Sinne, viel Erfolg damit und bis nächste Woche. Danke, ciao.